Der 26. Mai wird ein Sonntag sein, wahrscheinlich ein schöner Frühlingssonntag, aber ein ganz besonderer Sonntag, einen, wie es ihn nur alle 5 Jahre gibt, nämlich der Sonntag, an dem wir Österreicherinnen und Österreicher bestimmen werden, wer uns vertreten soll im nächsten Europaparlament. Also ist meine Bitte, mitzumachen, sich zu beteiligen, das Wahlrecht auszuüben, das Wahlrecht voll zu nützen, mit Parteistimme und mit Vorzugsstimme. Und wer nicht ganz sicher ist, dass er am 26. Mai zur Wahl gehen kann, ins Wahllokal gehen kann, sollte bitte unbedingt eine Wahlkarte beantragen. Mit der kann man dann noch immer ins Wahllokal gehen oder per Brief wählen. Das geht mal unter www.wahlkartenantrag.at und das geht schriftlich bei der Gemeinde oder beim Magistrat bis 22. Mai und dann darüber hinaus sogar noch mündlich bei der Gemeinde oder beim Magistrat bis Freitag, 24. Mai, 12 Uhr. Dann ist Schluss und dann geht es darum, dass man, wenn man per Brief wählt, die Wahlstimme rechtzeitig wegschickt, damit sie bei der Bezirkswahlbehörde bis Sonntag, Wahltag, 26. Mai, 17 Uhr ankommt. Was später ankommt, das zählt nicht für die Wahl und dann nimmt man nicht teil an der Entscheidung darüber, wer die Österreicherinnen und Österreicher im Europaparlament vertreten soll. Details gibt es auch unter lukas-mandl.at/wahlinfo. Bitte nachschauen, bitte mitmachen, bitte wählen, egal welche Farben, welche Personen, auf jeden Fall mitmachen, teilnehmen. Das ist Demokratie, das ist Parlamentarismus. Wir Österreicherinnen und Österreicher sind nicht nur betroffen, wir sind beteiligt an der europäischen Gesetzgebung durch unsere Abgeordneten. Und die werden am 26. Mai gewählt. Vielen Dank, alles Liebe.